Sehr geehrte Frau Professorin Becker, sehr geehrte Frau Professorin Kriegelstein, sehr geehrter Herr Staatsminister Blume, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister und Fußballfan Herr Horn, meine Damen und Herren. Es geht heute um Sie, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Vertreterinnen und Vertreter der DFG. Und ich weiß wohl, dass ich in einem Umfeld bin, in dem die Kraft des rationalen Argumentes normalerweise angewendet wird. Aber lassen Sie mich mit einer persönlichen Note beginnen. Wenn Journalisten mich fragen, wie ich auf die ersten Monate als Ministerin zurückblicke, dann spreche ich gern vom schönsten Amt im Kabinett. Zum einen natürlich, und das brauche ich Ihnen nicht sagen, weil es um Bildung und Forschung geht, das sind die alles entscheidenden Themen, aber noch viel mehr, weil ich jeden Tag Menschen treffe, die dafür brennen, sich zu engagieren, die hochgradig alles geben, die jeden Tag ein Stückchen wieder über sich hinausgehen, um die Lösungsansätze für die Zukunft zu finden. Und das macht Mut und das motiviert. Und deswegen haben Sie auch die Bundesregierung an Ihrer Seite, meine Damen und Herren. Ja, und die enorme Bedeutung der Forschung kommt in der öffentlichen Diskussion ja manchmal zu kurz. Vieles wird wie selbstverständlich hingenommen. Allerdings sehen wir gar nicht, was alles um uns herum aus der Forschung entspringt. Und wahrscheinlich haben schon Generationen vor uns gesagt, wir leben in herausfordernden Zeiten, aber die Gleichzeitigkeit von vielen Disruptionen, Kampf gegen den Klimawandel, wir sind noch mitten in der digitalen Transformation und jetzt natürlich die geostrategischen, die geopolitischen Verwerfungen mit den Fragen für unsere Energie der Zukunft oder natürlich auch die globale Gesundheit. Niemals zuvor war meiner Ansicht nach der Schulterschluss zwischen Wissenschaft und Politik so wichtig. Wir haben aber zwei Seiten der Medaille gesehen in dieser Diskussion. Wir haben zum einen gesehen, dass Wissenschaft selten so pointiert ist, wie sich manche Debattenhaie in der öffentlichen Diskussion sich das auch wünschen. Sie ist vielfältig, sie ist differenziert. Durchbrüche in der Forschung sind in ihrer Dimension auch nicht immer leicht, nicht ganz leicht zu erklären. Und sie sind oft auch nicht medial viral. Auf der anderen Seite haben wir gerade mit Blick auf Corona auch eine Zuspitzung in der Debatte gesehen, in der der Wind um die Köpfe der Forscherinnen und Forscher doch sehr rau war und die Diskussion in den sozialen Medien oft auch ein Stück weit an der Sachlichkeit verloren hatte. Und dennoch, wir sind auf Sie, wir sind auf Ihr Wissen, auf Ihre Lösungen für die Zukunft angewiesen. Und deswegen möchte ich heute Abend auch den Appell an Sie richten, bringen Sie sich weiter ein in die Diskussion, so wie Sie es auch in den letzten Wochen gemacht haben. Denn Bildung und Forschung, sie sind die Wurzeln des Fortschritts, den wir dringender denn je brauchen. Und wir brauchen die offene Debatte darüber. Deswegen herzlichen Dank an Sie. Ja, und niemand in diesem Raum hätte sich wahrscheinlich vorstellen können, dass wir nach über 70 Jahren wieder Krieg auf europäischem Boden haben. Und der russische Krieg gegen die Ukraine verschärft noch einmal die Herausforderungen, vor denen wir ohnehin schon stehen. Und deswegen danke ich auch der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, dass sie das Handeln der Bundesregierung mitgetragen haben. Das Einfrieren der institutionellen Zusammenarbeit mit Russland und Belarus. Uns allen ist klar, dabei gibt es keine Gewinner. Es gibt eigentlich nur Verlierer. Alle erleiden Nachteile, aber das, was wir in der Ukraine erleben, ein Angriff auf ein souveränes demokratisches Land, das ist ein Angriff auf uns alle und das erfordert eine klare Haltung und deutliche Antwort. Ja, und das sind auf der einen Seite die Sanktionen und das ist auf der anderen Seite die Unterstützung für die Ukraine. Und deswegen freue ich mich, dass nun auch der Beschluss der EU- und Staats- und Regierungschefs in der vergangenen Woche getroffen wurde, ein unüberhörbares Aufbruchssignal, dass die Ukraine jetzt den Status eines Beitrittskandidaten zur EU hat. Wir wissen, der Weg ist noch weit. Aber wenn wir das Land sehen, dann wissen wir auch, dass es bereit ist, alles dafür zu geben, dass es auch diesen Weg mit uns gehen kann. Und ich danke den Hochschulen und allen Wissenschaftsorganisationen für ihr Engagement. Das reicht von Stipendien für Studierende über Integrations-, Sprach- und Brückenangebote bis hin zu Programmen für Gastwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
übrigens auch für russische Studierende und Forschende, die bei uns Zuflucht gefunden haben. Denn es ist richtig, dass wir unterscheiden zwischen dem russischen Staat und den Personen, die unsere Werte teilen und mit uns den Weg der Freiheit und der Demokratie gehen wollen. Leider musste ja auf russischem Druck das DFG-Büro in Moskau schließen, aber die Tür bleibt offen für all die, die weiter mit uns den Weg der Freiheit gehen wollen. Die Ukraine, sie braucht auf der einen Seite unsere Solidarität und die Menschen, die zu uns kommen, sie müssen Schutz und Perspektiven in unserem Land bekommen. Aber auf der einen Seite ist das natürlich auch eine Verlockung, die Integration der klugen Menschen hierzulande. Wir sehen die Chancen, die darin für unsere Wissenschaft und Wirtschaft liegen. Aber auf der anderen Seite besteht das große Bedürfnis der Menschen, auch wieder zurückzugehen in ihr Land. Und das ist gut so. Der ukrainische Wissenschaftsminister, den wir im G7-Treffen zugeschaltet haben, und ich bewundere das Land, das im Krieg, und das wurde ja eben auch schon von Oberbürgermeister Horn gesagt, in diesen schwierigen Zeiten noch sich über Bildung und Wissenschaft so viele Gedanken macht. Er hat gesagt, wir wollen das Land nach dem Krieg besser aufbauen. Und das verdient unsere Unterstützung, denn wo Wissenschaft ist, da ist auch Zukunft, meine Damen und Herren. Insofern also ein Dankeschön auch an alle, die dafür gesorgt haben, dass bei uns die ukrainischen Tests für den Hochschulzugang online möglich geworden sind. Man sieht an allen Ecken und Enden ganz pragmatische Lösungen, um die verschiedenen Probleme zu lösen. Wir müssen mehr denn je zusammenstehen, unsere freiheitlichen Werte und unsere offene Gesellschaft beherzt vertreten, denn so verteidigen wir zusammen, was uns zusammen wichtig ist. Und dazu gehört die Wissenschaftsfreiheit. Allen voran die neugiergetriebene freie Forschung. Wir brauchen Orte des freien Denkens, des freien Experimentierens, des freien Diskurses und auch des offenen Austausches über Grenzen hinweg. Sowohl fachliche als auch staatliche Grenzen hinweg. Und die DFG ist uns dabei natürlich ein ganz wichtiger Partner. Und ich weiß, ich trage hier Eulen nach Athen, aber die internationale Zusammenarbeit ist der Schlüssel für starke Forschung, für bahnbrechende Innovation und damit für unsere Wettbewerbsfähigkeit auch. Umso wichtiger ist aber auch, dass Wissenschaftsfreiheit andernorts gewährleistet wird. Und da erweist sich ja gerade der Nutzen des Bologna-Prozesses als sehr hilfreich und dass zum Beispiel die Ukraine auch beigetreten ist zu diesen 49 Partnerländern des europäischen Hochschulraums, die sich zu gemeinsamen Werten, Grundwerten bekennen. Sie arbeiten an einem gemeinsamen Verständnis, was diese Grundwerte im Einzelnen bedeuten und einem Monitoring-System dazu. Freiheitliche Grundwerte zu vertreten, das heißt natürlich auch, sich klar zu positionieren. Und wir diskutieren ja gerade auch intensiver die Kooperation mit Blick auf China. Einerseits wissen wir, dass die Kooperation mit Fernost essentiell ist, etwa wenn es um den Klimaschutz geht. Andererseits, wenn wir über Dual-Use-Fälle reden, bei denen die militärische Nutzung möglich ist, oder wenn es um den Missbrauch modernster Technologien wie der künstlichen Intelligenz geht, etwa um die eigenen Leute zu überwachen, oder wenn gar versucht wird, Einfluss auf Forschung und Lehre zu nehmen, dann ist die klare Haltung gefragt. Und zur Freiheit gehört auch immer Verantwortung. Und das heißt, kritisch zu prüfen, wo Zusammenarbeit sinnvoll und möglich ist, aber wo auch eben nicht. Und wir sensibilisieren und unterstützen Hochschulen und Forschende gerne, mögliche Gefahren früh zu erkennen. Wir haben dazu einen sehr guten Prozess mit der Hochschulrektorenkonferenz zur Kooperation mit China aufgesetzt. Und im Frühjahr ist eine Pilotmaßnahme unseres Ministeriums gestartet, die juristische Hilfestellung bietet. Unsere Botschaft ist da ganz klar. Die Wissenschaft ist natürlich frei, aber sie ist nicht alleine. Beim Blick auf China wird ja immer gerne auf die Stärke des Landes verwiesen. Und manche sind auch ein bisschen verzagt. Schauen Sie auf das große Land. Ich bin dafür, dass wir mutig darauf reagieren. Die Stärke von anderen, sie muss uns eigentlich nur anspornen. Wenn wir in einer Werteauseinandersetzung sind mit China, dann heißt das Freiheit statt Kontrolle. Dann heißt das Vertrauen statt Überwachung.
Und nur wer führend in Technologien ist, in der Entwicklung, in der Anwendung, der wird auch derjenige sein, der die ethischen Standards setzt. Aber da muss uns nicht bang sein, das ist eben schon erwähnt worden. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, was möglich ist in unserem Land. Wir haben es wieder erlebt, wenn wir konsequent auf Forschungsfreiheit und Unternehmertum setzen, dann ebnet unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft und die marktwirtschaftliche Ordnung, sie schreibt diese Erfolgsgeschichten wie BioNTech auch in der Zukunft. Und wir wissen deshalb, was wir am deutschen Wissenschaftssystem haben, meine Damen und Herren. Zwei kurze Dinge. Die Grundfinanzierung der Wissenschaftsorganisationen, sie steht mit garantiertem jährlichen Aufwuchs. Die Hochschulen profitieren vor allem vom Zukunftsvertrag, Studium und Lehre stärken und davon, dass wir ihn dynamisieren. Und natürlich auch ganz entscheidend von der Exzellenzstrategie, auch hier die DFG ein wichtiger Partner, die wir weiterentwickeln. Erste Eckpunkte haben wir bereits mit den Ländern abgestimmt. Dazu gehört der Wettbewerbsraum für die Exzellenzcluster, der ausgeweitet wird. Denn die Exzellenzstrategie hat sich bewährt. Sie ist ein Aushängeschild unseres Wissenschaftsstandorts. Und das Zweite, das habe ich eben schon gehört, dass das in Freiburg gut funktioniert. Wir alle kennen die Geschichten der MP3-Player oder die Glühbirne, die dann in den USA wirklich ihren Durchbruch erlebt hat. Wir haben diese tolle Grundlagenforschung und wir können auch Transfer. Und deswegen wollen wir auch hier aufbauend auf den Erfolgsgeschichten der letzten Monate noch mal mehr tun. Denn es reicht noch nicht. Wir sind noch nicht da, wo wir sein könnten. Und mit dieser Übersetzung in die Praxis, dort wollen wir neue Instrumente mit Ihnen entwickeln oder weiterentwickeln, um eben ermöglicher zu sein mit neuen, agilen Unterstützungsangeboten. Eines davon ist schon breit diskutiert, das ist die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation. Sie nimmt ja besonders die Hochschulen für angewandte Wissenschaften ins Visier, sowie kleine und mittlere Universitäten. Aber auch andere sind nicht ausgeschlossen. Rund um sie sollen ja neue Innovationsökosysteme entstehen. Es ist aber nur ein Teil dessen, was wir an Innovationsbrücken in unserem Land haben und brauchen. Und natürlich der Gamechanger Daten als Quelle für Erkenntnis und Inspiration. Da haben wir noch viel ungenutztes Potenzial, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Und Bund und Länder fördern gemeinsam den Aufbau der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Und auch hier weiß ich das Engagement der DFG sehr zu schätzen. Meine Damen und Herren, die besten Bedingungen für Forscherinnen und Forscher schaffen, das ist immer der erste Schritt, um die großen Fragen unserer Zeit zu lösen. Wir brauchen exzellente Forschung, wir brauchen Innovation, wir brauchen gut qualifizierte Fachkräfte, die Neues in die Praxis bringen. Wenn man unterwegs ist im Wissenschaftssystem, dann spürt man den Mut, Mut für eine Souveränität, die nicht Abschottung heißt, die aber eigene Stärke heißt, damit wir unabhängiger sind, nach unseren Werten entscheiden und dann auch mit dem zusammenarbeiten, mit dem wir die Werte teilen. Das heißt nicht mehr, das heißt, doch, das heißt nicht weniger, sondern das heißt mehr Kooperation. Und deswegen freue ich mich, heute Abend hier sein zu können. Offenheit ermöglicht neues Denken. Ob in unserem Wissenschaftssystem, national oder international. Auf diesem Weg sage ich Danke zu Ihnen und vor allen Dingen weiterhin alles Gute. Herzlichen Dank. Thank you.